Der Schnapper ist das von hinten dann sofort. Hier auf der linken Seite wurde das Olympische Feuer 1936 von Ingenieur Fickel, Obmann des tschechoslowakischen Athletik-Amateurverbandes, übergeben. Es war eine große medienwirksame Veranstaltung. Fickel trug das Feuer, das er kurz vor der Grenzlinie vom tschechischen Zollbeamten Vejoda übernommen hatte, unter dem Klang der tschechischen Nationalhymne über die Grenze und entzündete den hierzu vorbereiteten olympischen Altar. Der sächsische Gauleiter Martin Mutschmann. Seinen Arbeitsplatz besichtigte ich letztens. Ein Video findet ihr hier auf meinem Kanal, hielt eine viertelstündige Rede und entzündete dann die Fackel am Altarfeuer und übergab sie an den ersten deutschen Staffelläufer, dem Zollassistenten und Turner Paul Goldammer. In einem Sammelalbum fand ich dazu folgenden Text. Fern im Süden steht Tag für Tag über der Trümmerstätte die Sommersonne. Fast zum Verbrennen heiß ist das Marmorgestein. Neues Leben regt sich über den Ruinen. 13 zarte Mädchengestalten, in die Gewänder der antiken Priesterinnen gekleidet, schreiten durch den heiligen Hain des Zeus. Ihr Weg führt durch den Steinbogen des alten Stadions. Bei den Startblöcken der Laufbahn machen sie Halt. Ein Hohlspiegel fängt aus dem Malenbündel der Sonne einen winzigen Bruchteil auf und presst ihn zu heißer Glut zusammen. Die Mädchen knien nieder, ihre Führerin Kuula Pratsika hält die Fackel in den Brennpunkt des Spiegels. Die flüchtige Sekunde wird zu einem schweren Schritt der Zeit. Mehr als 10 Sekunden sind schon vergangen. Über die Lippen schlüpfen unwillkürlich die nächsten Zahlen. 13, 14, 15. Ein Zischen. Hell leuchtet die erste olympische Fackel in der Mittagssonne. Zur Übergabe hier in Hellendorf steht aber nichts weiter drin. Den Spiegel, mit dem das Feuer entzündet wurde, stiftete übrigens Carl Zeiss. Am 1. August 1936 entzündete Fritz Schilgen, ein deutscher Leichtathlet, die olympische Flamme der 11. Olympischen Spiele in Berlin. Als das Olympische Feuer 1972 durch München getragen wurde, zündete sich der Münchner Franz Samuel damit eine Sturmlaterne an und baute sich zu Hause einen Altar, an dem er das Feuer bis zu seinem Tod nie verlöschen ließ. Seine Witwe übergab es dann in einer Zeremonie zurück an das IOC. Mater Dolorosa. Ich zeig. Ora pro nobis. Haben wir mal einen Grenzstein
Und zwar steht hier Zebra für Zerschrei, aber wenn man genau schaut, sieht man hier ein C und hier ein S. Für Tschechoslowakei. Auf der Rückseite müsste noch DDR stehen. Nee, gar nicht. Also hier gibt es einen Cache, nennt sich Pilzzeit. Pilzzeit ist das ganze Jahr. Verbindet die Cache-Suche mit einer schönen Wanderung und Pilzsuche. Zum Beispiel auf die Grenzplatte oder in die benachbarte Tschechei. Und jetzt gucken wir hier, da zeigt 26 Meter. Ich sehe hier schon ein. Logbuch, entweder der hat so eine Internetverbindung, das Logbuch ist mehr. Jetzt ist es kein Netz gewesen. Ja. Aber ich sage mal, da lachen wir uns das. Ja. Was? Und ich habe hier auch, also Hinweis gibt es ja keinen dazu. Und Logbuch, entweder der hat sie runtergeladen und jetzt haben wir sie richtig Internet hier. Oder es gibt keine Log-Einträge, dass noch nie einer gefunden hat. Der Cache hat sich nicht gleich gezeigt. Wir haben dann abgebrochen, weil das Bier ruft. Und nicht, und nicht. Alles wieder? Ja. Hallo? Ja. 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 Ja.